Die Frage, warum ist dummer Content auf YouTube so erfolgreich, hat bisher schon zahlreiche Antworten gefunden. Die Hälfte aller Menschen ist unterdurchschnittlich intelligent, Dummheit übt Faszination aus, was im Fernsehen funktioniert, funktioniert auch im Web, kleine Kinder wissen nicht, was sie vom Webvideo zu erwarten haben und mein persönliches Highlight, dumm klickt gut. Doch da ist irgendwie noch was anderes. Als ich gerade das Video YouTube, das neue Nebenbei-Medium, geschrieben habe, ist mir da noch ein weiterer Aspekt aufgefallen. Ein Verhaltensmuster, das ich sowohl bei mir als auch bei zahlreichen anderen so beobachtet habe. Wer ein paar unserer Videos und eventuell auch Podcasts kennt, weiß, dass wir qualitativen, aufwendigen und intelligenten Content auf YouTube sehr schätzen. Dann ist es natürlich sehr logisch, dass wir Content dieser Sorte auch vorrangig konsumieren. Doch wenn wir uns hier mal auf das Nebenbei-Medium-Video beziehen, unterscheiden sich aufwendigere Videos von Let's Plays, Podcasts oder Sneaker-Hauls in einem sehr wesentlichen Punkt voneinander: ihrer benötigten Aufmerksamkeit. Ein Video von ApoRed, Dougie B und ähnlichen kann ich in nahezu jeder Lebenslage problemlos abspielen, ohne dabei befürchten zu müssen, nicht alles zu verstehen. Das bedeutet natürlich im Umkehrschluss, dass diese Art Videos in viel mehr Situationen konsumiert werden können. Ich kann ein Video von Sami Slimani im Hintergrund laufen lassen, während ich gerade das Moos zwischen den Steinen meiner Einfahrt rauskratze. Läuft gerade aber ein Video von beispielsweise Behind in der gleichen Situation, nehme ich nicht mal die Hälfte wirklich wahr. Und das merkt man natürlich. Die Folge dieses Problems ist, dass man qualitative Videos zwar noch wertschätzt, sie sich aber auch für später aufhebt, wenn man richtig Zeit und Lust dazu hat, um das Video voll und ganz wahrzunehmen. Dass diese Situationen in ihrer Anzahl immer weniger werden, sorgt dann dafür, dass wir viele Videos auf einen Zeitpunkt verschieben, der so weit in der Zukunft liegt, dass wir bis dahin eventuell sogar das Interesse verloren haben. Bei Videos mit nicht so viel Konzentrationsbedarf ist das anders. Die meisten davon sind Videos für den Moment, vielleicht kurz witzig, danach aber schon wieder so egal, als hätte man sie gar nicht erst gesehen. Das alles wäre eigentlich ja nicht so problematisch. Im Endeffekt wird qualitativen Inhalten sogar noch gesonderte Aufmerksamkeit gewidmet, wenn da nicht dieser mysteriöse, allumfassende Algorithmus wäre. Ein Video, das so simpel gefilmt, bebildert und gesprochen ist, dass wir es in nahezu jeder Situation abspielen und verstehen können, hat natürlich zum Zeitpunkt seiner Veröffentlichung sehr viel mehr Potenzial, gesehen, geklickt, geliked und geteilt zu werden, als eines, das uns die Aufmerksamkeit abverlangt, uns hinzusetzen, alle anderen Tabs zu ignorieren und mit all der Kapazität unserer Gehirne dabei zu sein. Es landet sicher zuhauf auf den später ansehen Playlists vieler Interessierter, aber kommt es da auch je wieder runter? Dieses Problem frustriert mich. Einerseits, weil ich es bei mir selbst beobachtet habe. Ich will immer noch salzstummende Gefühle von Hand of Blood sehen, finde aber einfach nicht den richtigen Moment dafür, diese Reihe wirklich wertzuschätzen. Andererseits aber auch, weil ich wirklich keine Lösung dafür parat habe. Ein Großteil dieses Problems ist auf die Verbreitung von Smartphones zurückzuführen, die es uns ermöglichen, Videos während wirklich jeder Aktivität zu sehen. Ich will Leute nicht dazu ermutigen, sich weniger Mühe in ihren Videos zu geben, damit man sie auch nebenbei und damit in mehreren Situationen sehen kann. Ich will genauso wenig Content verteufeln, der eben nicht viel Aufmerksamkeit erfordert, aber trotzdem sehr unterhaltsam ist. Zwischen all diesen frustrierenden Überlegungen ist mir dann aber doch irgendwie eine Sache bewusst geworden. Leute dazu zu ermutigen, sich wirklich Zeit für etwas zu nehmen, alles stehen und liegen zu lassen und mit allen benötigten Sinnen dabei zu sein, ist das vielleicht größte Kompliment, das man als Autor und Produzent eines Videos bekommen kann.